Hallo Leute, ich melde mich heute mal wieder mit einem Bitwig-Quick-Tipp. Ich habe mir vor einiger Zeit mal die Frage gestellt, wie ich denn unter Bitwig eine Velocity Ramp zeichnen kann. Also, habe hier diesen Clip und jetzt möchte ich diesen hier in der Velocity einfach ansteigen lassen. Dazu gibt es ein kleines Tool. Ich gehe auf diesen Channel, gehe hier unten in die Device Lane und hier habe ich jetzt mein VST, mein Instrument. Es könnte jedes andere Instrument sein. Also vor dem Device setze ich jetzt hier die Note Velocity. Wenn ich jetzt mal hier spiele, dann sieht man hier, und jetzt möchte ich einfach hier, man sieht schon, worauf es hinausläuft. Es gibt ja ein Lower Band, ein Mid Band, ein High Band. Jetzt kann ich das wunderbar manipulieren. Jetzt geht es natürlich nicht nur hier mit diesem Instrument, sondern also ich vermisse es immer schmerzlich bei einem, wenn ich ein Fill bauen will. Also ich möchte jetzt eine Snare-Drum ansteigend in der Lautstärke haben. Sowas hier. Da ist es aber genau das Gleiche. Ich habe jetzt hier eine Drum-Maschine, sprich ein Sample Player mit verschiedenen Slots. Auch da gehe ich wieder her. So, das haben wir hier mit einem Sample Player. Genauso hätte ich es jetzt hier, mit, was haben wir denn hier? Hier habe ich jetzt, ist ja auch noch eine Option. Ich habe hier einzelne Samples reingeladen. So ein Sample hat natürlich keine Anschlagdynamik, weil das einfach nur abgespielt wird. In dem Fall nehme ich mir nicht die Note Velocity, macht ja keinen Sinn, sondern da gebe ich mir das schöne Tool. Und somit kann ich hier auch wieder ganz einfach Tool Gain, ziehe mir hier, da muss ich aufpassen, dass ich auf 0 dB gehe. Wenn ich das ganz genau machen will, machen wir es so. Ja. Geht auch. Und dann haben wir noch die dritte Option. Was habe ich da gemacht? Da habe ich mir jetzt ein direktes Instrument reingeladen. Da kann ich wieder mit meiner Velocity arbeiten. Und dann haben wir hier wieder die Note Velocity, diesen Parameter. Und wir lassen das ganze Ding wieder ansteigen. Ja, kein Problem. Frei nach Belieben kann man hier natürlich die Kurve ausprägen, wie man will. Kein Problem.
Ja. Ja, das war's. So viel zum Thema Velocity Ramps. Wem das Video gefallen hat, einen Daumen nach oben. Und wem es nicht gefallen hat, den anderen Daumen nach oben. Habt ihr zwei. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss und viel Spaß beim Musik machen.